Harz Erlebniswelten im modernen Museumsneubau. Seit ein paar Monaten gibt es auf dem Hexentanzplatz eine Attraktion mehr, das Harzeum. Dieses Erlebnismuseum lädt groß und klein zu einer spannenden und lehrreichen Entdeckungsreise in verschiedene Themenwelten ein. Auf einer Gesamtausstellungsfläche von über 450 Quadratmeter sind die Tierwelten ein echter Hingucker. Das Konzept kommt nicht von ungefähr, denn Initiator Michael Witzke, der das Harzeum an der Stelle des abgebrannten Restaurants wiedererrichtet hat, ist Tierpräparator. In meinem Harzeum ist es auf jeden Fall sehr interessant für Kinder, für Familien, die was lernen wollen über die Natur, über die Tiere. Da ist recht viel anschaulich dargestellt und besteht die Möglichkeit, viel zu sehen. Der Egelner setzt jetzt noch einen drauf und eröffnet eine weitere Dauerausstellung in der Walpurgisgrotte. Bürgermeister Thomas Balzerowski hatte mit Unterstützung das Vergnügen, ein ganz besonderes Band zur Eröffnung zu durchschneiden. Er startet gemeinsam mit weiteren Gästen den ersten Rundgang durch die Ausstellung. In der Walpurgisgrotte im Harzeum können sich Gäste von großen und kleinen Hexen und Teufeln verzaubern lassen und sich auf eine unterhaltsame, vielseitige, humorvolle und mystische Ausstellung freuen, die mit sehenswerten Darstellungen, interessanten Fakten und an einigen Stellen mit einem Augenzwinkern daherkommt. Und auch mit Überraschungen kann man hier durchaus rechnen. Mit Engagement, Kreativität und handwerklichem Geschick wurden bei der Ausstellungsgestaltung vor allem natürliche Materialien verarbeitet, sowie traditionelle Techniken und Verfahren angewandt. Die Ausstellung ist komplett gebaut. Also da ist jetzt nicht irgendwas, wo ich im Baumarkt gehe und sage, ich brauche jetzt ein Gesicht von einer Hexe, einen Besen, Rollatorbesen oder ein Kinderspielhaus oder irgendwas. Ist komplett alles irgendwo selbst gebaut. Betrachter werden unter anderem mit Ahnengalerie, Besensammlung oder Hexenspielhaus spannungsreich in eine fantasievolle Welt der Hexen und Teufel entführt. Hier konnte ich einfach mal versuchen, die Ideen umzusetzen und die Aussagen von vielen, die aufgrund von Recherchen entstanden sind. Das ist hier zum Beispiel eine Ahnengalerie. Wie wahrscheinlich viele Männer nachvollziehen können, Ex-Freundin, Ex-Frau etc. gibt es oft Personen, die man am Anfang nicht als Hexe betiteln würde, aber was sich dann später doch ein bisschen entpuppt. Oder Leute, die sich optisch gar nicht verändern, aber durch ihr Handeln dann sich überführen, sage ich mal. Das ist einfach eine spaßige Ausstellung. Und wer schon immer wissen wollte, woher Hexen und Teufel kommen, wie Hexen die Zukunft deuteten, welche Kräuter sie verwendeten und woran man genau eigentlich eine Hexe erkennt, der wird in der Walpurgisgrotte Antworten finden. So entstand eines der größten privaten Museen Deutschlands hier oben auf dem Hexentanzplatz. Ob Sommerferien oder Herbstausflug, unabhängig von den Witterungsverhältnissen, lädt das familienfreundliche Harzeum nun zum Verweilen ein. Ja, wenn Anfragen sind von Gruppen, werden Führungen gemacht. Ansonsten erklärt sich diese Ausstellung eigentlich von selber. Und wie es Ihnen gefallen hat, können Sie im urigen Gästebuch eintragen. Die erste Seite füllte bereits das Stadtoberhaupt.